Ja, wir machen jetzt nochmal ein ordentliches Set. Ihr könnt euch freuen. Ich freue mich selber persönlich, dass ich diese Gruppe gefunden habe. In den Hauptzentren der Bluegrass-Musik kennt man die gar nicht. Die kommen aus Wisconsin. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass eine Bluegrass-Band aus Wisconsin kommt. Wir haben ja eben eine traditionelle Band gehört und gehen jetzt ans ganz andere Ende. Wer die Geschichte der Bluegrass-Musik kennt seit den 40er Jahren, es hat sich immer wieder verändert. Es wurden Popsongs aufgenommen, es wurde Jazz dazu getan. Das ist eine Musik, obwohl die Instrumente immer gleich bleiben und die Spieltechnik mit mehrstimmigem Gesang, das bleibt alles gleich, aber es kommen neue Musikformen dazu, so wie Bill Monroe damals die Bluegrass-Musik aus Blues und Irish Folk und diesen Dingen und Gospel geschaffen hat. Gibt es neue Bands, die das jetzt auch machen? Und vielleicht kennt ihr auch Gruppen wie Newgrass Revival, schon mal gehört vielleicht. Ja, noch nicht so wirklich. Grateful Dead kennt ihr. Die haben angefangen, ihre Rockmusik mit diesen langen, ausgedehnten Soli zu garnieren. Und das ist übergesprungen auch auf die Bluegrass-Musik in den 70er Jahren. Und diese Gruppe jetzt aus Wisconsin machen das heute. Und sie machen es ganz fantastisch. Großartige Virtuosen, also hier ist Zwischenapplaus quasi Pflicht, sozusagen, wenn man es erkennt. Heißt ja immer, Zwischenapplaus zeugt von Sachverstand. Wir holen uns jetzt auf die Bühne, sie werden euch jetzt 40 Minuten rocken. Viel Spaß aus Wisconsin, aus, ja, da hinten sind sie schon alle, The Chicken Wire Empire.